Janine Meerapfel wurde am 14. Juni 1943 in Buenos Aires als Tochter eines deutsch-jüdischen Vaters und einer französisch-jüdischen Mutter geboren. In Buenos Aires studierte sie Journalismus und arbeitete als Redakteurin. Zwischen 1964 und 1968 studierte sie als DAAD-Stipendiatin Filmregie in Ulm. Unter anderem bei Alexander Kluge, einem ihrer wichtigsten Mentoren. Gleichzeitig begann sie Dokumentarfilme für das Fernsehen zu drehen. Im Jahr 1980 kam ihr erstes Werk ins Kino, der Film Malou, der bei den internationalen Festspielen von Cannes ausgezeichnet wurde. Er handelt vom Leben eines jungen jüdischen Mädchens auf der Suche nach ihrer Identität und der Geschichte ihrer Familie. Es folgte im Jahre 1981 der autobiografische Dokumentarfilm Im Land meiner Eltern. Das Thema der türkischstämmigen GastarbeiterInnen in Deutschland behandelt Meerapfel in den Filmen Die Verliebten und Die Kümmeltürkin geht, der 1985 auf der Berlinale ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig arbeitete sie zwischen 1986 und 1989 an dem Dokumentarfilmprojekt Desembarcos, Es gibt kein Vergessen, und La Amiga, über die Aufarbeitung der letzten Militärdiktatur in Argentinien. Letzterer erhielt 1998 den Deutschen Filmpreis und wurde als argentinischer Film für den Oscar nominiert. Im Jahr 2000 verlieh ihr das Land Nordrhein-Westfalen den Künstlerpreis für ihre filmischen Werke. 2001 erhielt sie den Sonderpreis des Mar del Plata Filmfestivals für ihren Film Annas Sommer. Argentinien kommt in den Werken Meerapfels immer wieder vor. Ihre Dokumentarfilme Mosconi oder Wem gehört die Welt von 2007 und Wer sich nicht wehrt, kann nicht gewinnen von 2008 schildern den Überlebenskampf einer Kleinstadt im Norden Argentiniens nach den bedauerlichen Folgen der Privatisierung des staatlichen Ölkonzerns. Insgesamt umfasst Meerapfels Portfolio mehr als 15 Filmproduktionen und heute arbeitet sie an dem dokumentarischen Filmessay Eine Frau. Neben ihrer Arbeit als Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin war Meerapfel von 1990 bis 2008 Dozentin an der Kunsthochschule für Medien Köln. Als Mitglied der Berliner Akademie der Künste ist sie 2015 zur Präsidentin der gleichen Institution gewählt. Sie war außerdem Jurymitglied bei verschiedenen Filmfestivals in der ganzen Welt, darunter die Berlinale und das internationale Festival des neuen lateinamerikanischen Films in Havanna. Für ihre Filmarbeit als Regisseurin und Drehbuchautorin und ihr Engagement für die Menschenrechte wurde Janine Meerapfel 2020 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Im Februar 2021 wurde sie zur Ehrenpräsidentin des Bundesverbandes der Regisseure, BVR, ernannt. Mit einer beeindruckenden Karriere in der Welt des Kinos, in der sie sich dank ihres politischen Engagements mit wichtigen Phänomenen des 20. Jahrhunderts und deren sozialen Auswirkungen in der deutschen und argentinischen Gesellschaft auseinandersetzt, lehrt uns Janine Meerapfel, dass Kunst ein grundlegendes Werkzeug ist, um Kulturen, Länder, Geschichten und Menschen einander näher zu bringen. Dies macht sie zu einer wichtigen Bürgerdiplomatin unserer Zeit.